Tja, nach so einem Bushcraft-Tag ist auch schon mal ein bisschen was Hunger. Wie die Leute wissen, oder wie ihr wisst, koche ich auch schon mal ganz gerne mir dann was im Wald. Statt wieder unterkommt. Na sowas. Nicht aufpassen. Tja. Ich hier mein Ikea-Hobo mitgebracht. Ein Stück Drahtgeflecht, was ich mal gefunden habe. Das ist von so einem Einweggrill. Ich hatte mal in einem Video gezeigt, dass ich auch schon mal Gartenschirm benutze fürs Buschkraften. Und diese Schere hatte mit einer anderen zusammen. Ich meine beim Aldi. Ich glaube ja Aldi. Ich habe 3 Euro gekostet. Da ist also nichts Schlimmes dran, wenn ich damit hier Draht schneide. Lässt sich auch relativ simpel nachschärfen. Mit dem Mannstall. Und eine kleine Auflage für den Hobo. Das werfe ich nicht weg. Könnte ich ja gebrauchen. Irgendwann. Also wegwerfen. Das reicht schon mal. Der Tonka Becher oder mein Pathfinder Scout Becher. Mal gucken, ob ich es eingepackt habe oder nicht. Hast du vergessen oder was? Ach, Bremen. Nee, da ist es doch. Brenngel. Sagt ihr, was wäre denn mit einem Brenngel? Firestarter, ich mach's mir so einfach wie möglich. Ich nehme auch schon mal ab und zu mal Bio-Anzünder. Weil ich habe echt keinen Bock auf Bowtrill, Tentrill. Was es noch für Drills gibt. Die Sonne kommt langsam ein bisschen tief. Was haben wir jetzt? 3:30? Also, das Brenngel in der ehemaligen Wodka-Orange-Flasche. Ich habe das Zeug echt gesoffen, damit ich einen Behälter habe, um das Zeug zu transportieren. 99 Cent, gut. Kurzer Spaß, langer Nutzen. Ich schiebe ein bisschen Holz hier rein. Nicht viel. Ein bisschen was von dem Brenngel drauf. Mal sehen, ein bisschen das geben, ne? Na nu? Das will ich.
jetzt? Ich habe noch nie erlebt. Noch nie? Ich will tatsächlich nicht brennen. Woran liegt das denn? Ist jetzt echt ein Feuerzeug dabei oder nicht? Weil seit ich nicht mehr rauche, ist das so eine Sache. Oh, Klaas. Womit habe ich das verdient? Meine Freundin schreibt mir wieder. Meine Frau und Freundin, Schatz. Geht doch. So wirklich unclever ist. Da kann ich mich jedes Mal über mich selber ärgern. Irgendwas vergesse ich immer wieder. Und heute ist es mein Multitool. Übrigens eine Nalgene Aluflasche, Design bei Diode Designs. So, jetzt geht der Punk ab. Sollen.
schön Hitze ab. Hier fühlt sich auch immer im Wald, wenn man richtig Feuer macht, sei es auch in so einem Mofo, dass man da genügend Wasser hat, falls was passiert, dass man das löschen kann. Ich habe hier in meinem Camp eine 2 Liter Flasche Wasser gebunkert für den Notfall. Wenn ich eigentlich so ein Fremdgel-Fan bin, dass ich hier mit Holz zu kochen, das ist schon, macht schon mehr Spaß. Und heute gibt's solltet ihr einen Actionmarkt bei euch in der Nähe haben. Ich denke mal, hinter mir ist jemand. Dabei ist das nur der Rauch, der hochsteigt. Actionmarkt habt in eurer Nähe. Diese Packungen sind Beef Ramen Noodles, Barbecue Beef Flavor von der Firma Rookie, R-O-O-K-E. Noch 3 Minuten. Danke. Wasser zum Kochen. Ich füge dazu, das 3 Minuten 10. Ja. Das ist der Kochtopf, das ist der für meinen Kaffee. Und hier ist mein Kaffee drin, da sind so Filmdöschen, die kriegt man immer in einem Fotoladen geschenkt. Und hier drin sind geröstete Zwiebeln, die mag ich sehr in solchen Suppen. Also, das ist übrigens ja, eine Tasse aus Dave Canterbury's Pathfinder Store. Die gehörte zu der Original Pathfinder Scout Flasche. Die habe ich jetzt zu Hause. Die würde ich wohl auch nicht mehr benutzen im Wald. Der Rand oben, der ist viel zu scharf, also sich damit zu verletzen. Das ist einmal so ein Produkt, da bin ich überhaupt nicht zufrieden mit. Also jetzt nicht überhaupt nicht, sondern da bin ich mal nicht zufrieden mit. Weil ansonsten hat er ja gut durchdachte Sachen. Also mag der eine oder andere von dem nichts halten. Für mich ist der Mann eine Institution beim Bushcraften. Ein moderner Frontiersman, würde ich sagen. Klar, ersten. Ich habe hier unten, ich weiß nicht, ob ich das vorhin nicht gezeigt habe, muss man nachfüllen, nachstochen. Ich habe in etwa so eine Aussparung hier drin, also ein IKEA-Besteckdöschen. Ich komme jetzt mal Kaffee rein. Erstmal Wasser nachfüllen. Und diese Nalgene bei Diode Designs, die haben, die sind schon sehr dick von der Wand her. Und also da tut man sich nicht weh, wenn man da
mal versehentlich abrutscht. So, auf 350 Milliliter kommen. So. So. So in etwa. Bei Geiert sind. Da gibt es selber nicht mehr. Vorher was nachlegen sollen. Aufverbrämen. So geht's nicht. Selbst wenn bei so einem Hobo es nur noch glüht. Kurz danach, nachdem ihr vielleicht ein Stückchen Holz draufgelegt habt, das fängt wieder an zu brennen. So heiß ist das da drin. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. In der Natur was zu kochen, oder? Der Vorteil von so einem Hobo ist, die Rauchentwicklung ist wesentlich geringer als bei einem Lagerfeuer. Und das, denke ich mal, das weiß wohl jeder, offenes Feuer im Wald ist nicht so ganz erlaubt. Ich habe hierfür allerdings eine Genehmigung. Dafür wird der Platz aber auch kontrolliert. Kostet allerdings Geld. So, das Wasser fängt an zu sprudeln. Dann gebe ich jetzt meine Nudeln da rein.
heißt, dass ich... Darüber fängt man sich ja an zu verbrühen. Zu verbrennen. Das von nur so einem kleinen bisschen Holz. Hier so ein bisschen. Ich habe übrigens eine Tüte von diesem, ich weiß nicht, was das für ein Holz ist, gefunden. Ja, was kannst du machen, ne? Den Feuerholz zu machen. So. Zu sich eine 80 Euro teure Firebox kaufen, wenn man sowas hat. Klar, Firebox schon ein schickes Ding, aber den kann man sich auch in den Rucksack packen und dann schön vollstopfen mit Zeug, mit Wasserflasche, Handschuhe, tralala. Da nimmt es auch nicht wirklich viel Platz weg. Ne? So, muss halt überlegen, wie es geht. Alles. So, ich versuche mal was. Ne, das ist an, oder? Verkugelt. Und jetzt kann ich einige Leute schon schreien hören, wie kannst du das machen? Nur zur Schicht. Also ich habe noch keine Erfahrungswerte gehört, ob es schlecht ist, nur zur Schicht. Plastik verbrennt. In der geringen Menge. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Jetzt kommt in meine Suppe noch meine Röstzwiebeln rein. Das ist von der Verpackung. Haben wir das Umweltproblem auch gelöst. Also das verbrühe ich das ein bisschen. Lass ich noch ein bisschen über dem Feuer köcheln. Schön verrühren. Ich merke, meine Batterie geht leer. So, wie ihr sehen könnt, sind jetzt die Holzstücke wieder runtergebrannt. Tja, Leute, oh, jetzt will das nicht. Doch, jetzt will es. Das ist der Nachteil. Tja, Leute. Oh, jetzt will das nicht. Doch, jetzt will es. Das ist der Nachteil, wenn man mit Sachen arbeitet, die man nicht vorher richtig überprüft hatte. Ich habe gedacht, die zweite Batterie hat es überstanden. Oder habe ich aufgeladen. Hatte ich wohl leider nicht. Also muss ich jetzt mit dem Handy zusammenfilmen. Und das dann anschließend zusammenschneiden. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass ich noch morsches Holz oder so faules Holz nachwerfen kann
Und das verbrennt auch. Oder nasses Holz. Nasses Holz geht auch. Obwohl das hier ist, wie man in Köln sagt, drisch, trocken. Da schön auf die Griffeln aufpassen. Soll ich mir erstmal meinen Kaffee ein bisschen schmecken? Rühr nochmal die Suppe um. Eine China-Suppe ist ja nicht verkehrt. Und die gerösteten Zwiebeln machen sie eher zu einem, wie soll man sagen, ein bisschen sämiger. Schmeckt wirklich geil. Oh, raucht ja ganz schön die alte Oma. Guck mal, und schon ist wieder Leben im alten Ofen. Und jetzt lasse ich es mir schmecken. Ohoho. Zieh mal woanders hin, Mann. Und wie man sehen kann, die Tasse hat schon einiges abbekommen. Naja, aber tut trotzdem ihren Dienst. Pathfinder Scout Tasse, keine Ahnung. Und mein Optimus Titanspock. Den liebe ich heiße nicht, hab ich mir auch einen zweiten von gekauft, so für den Fall, dass es mal die Firma Optimus nicht mehr gibt, aber oder die den Spock nicht mehr produzieren. Also für 25 Cent, Freunde, für 25 Cent ist das eine super geile Suppe. So, jetzt lasse ich es mir schmecken, halt die Fresse und hau richtig rein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare werden gerne gesehen, das wisst ihr. Wisst ihr? Heide Witzka, Herr Kapitän. Bis die Tage. Tschüss, macht's gut. Euer Arthur. Und kommentiert. Quatschtüte. So ein Rost oben auf dem Ikea-Hobo. Der bringt's echt. Also, bis die Tage. Tschüss. So einfach sind die Outdoor-Freuden. Und so günstig.
Ah ja. Neues kleines Stativ haben wir auch. 5 Euro bei eBay. Tschüss.